Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zum DFB-Pokal. Und zwar spielen wir mit Hoffenheim. Das erste Spiel haben wir souverän gewonnen. Das zweite Spiel steht an und zwar gegen Frankfurt. So. Oh, halt, ich muss noch kurz was ändern. Und zwar meine Startaufstellung. Weil ich jetzt nämlich ausprobieren möchte, was passiert, wenn ich die hier so. Und Modest bringe ich dann als Joker. Nee, Shiplock bringe ich als Joker, so rum. Weil so hat es eigentlich letztes Mal besser geklappt, fand ich. Also, ja. Die waren halt, also, Saliovic ist nicht gerade der Schnellste. Nicht gerade der Schnellste. Und deshalb habe ich gedacht, bringe ich lieber schnellere Flügel mit ins Spiel. Aber, ja, man wird ja sehen, wie es funktioniert. Oh, blödes Ding. Alle. Jetzt. Ja. Nicht so gut. Oh. Ach, ich muss jetzt da. Oh, nicht in das. Ja, egal. Das habe ich, glaube ich, nicht so ganz drauf. Es melden sich aus dem Stadion. Oh, es schneit. Anstoß Frankfurt. Es geht los. Meier. Schwegler. Meier. Wieder Schwegler. Der verliert den Ball gegen El-Yunusi. Modest. El-Yunusi. Modest kann sich durchsetzen. Firmino. Schade. Trapp. Oh. Und Otschipka, Bamba, Andersen, Rode, Barnetta, Meier, also bei diesen Bedingungen eine Grätsche, das würde ich Rosenthal, Brafheit. Schöne Pass, El-Yunusi, schade. Jung, Aigner. El-Yunusi, Modest, Hamad. Ne, er spielt nochmal hoch. Und dann. Nein. Ich hab mir nicht so ganz zugetraut, mit El-Yunusi zu schießen. Weil letztes Spiel hat er einen Schuss, glaube ich, gehabt und den hat er leicht verzogen. Alter. Guter Einsatz jetzt gerade. Rosenthal, Meier, El-Yunusi, alle. Aigner. Barnetta, Meier. Oh, Barnetta, Alter, was ist gerade los? Ich komme gerade nicht an den Ball. Castells. Johnson. Hammert. Johnson. Ja. Laufen nicht zum Ball. Rosenthal. Meier verliert den Ball hier gerade noch so gegen Beck. Castells. Brafheit. Nein. El-Yunusi. Lässt die Schwegler aufsteigen. Roberto Firmino. Ein Virtuose, ein Künstler. Der kann alles am Ball. Da geht hier alleine durch. Das wird ganz und dann macht er den hier souverän. Nein, die machen nie den Jubel, den ich will. Ich bin jetzt traurig. Weil wenn man V drückt und dann doppelt antippt auf A, dann macht er den Hinterntanz. Aber den wollen sie manchmal nicht machen, glaube ich. Firmino. Modest. Nein. Rosenthal. Jetzt wieder Firmino. Modest. Hamad. Firmino. Roberto Firmino. Rudi. Schade. Im Endeffekt ist es gut gegangen. Rudi.
auf Rosenthal. Abraham. Eldunus. Sie. Eigner. Holt sich den Ball. Verliert ihn aber nicht wieder. Wieder Eigner. Polanski. Rudi. Sie spielen sich den Ball zu wie im Training. Johnson. Das war gleiche Ebene, ganz ehrlich. Alter, der hat einfach seinen Fuß rausgestreckt. Mann. Fabian, zeig mal deinen Fuß. Polanski. Roberto Firmino. Alter, das ist... Nein. Und dab ihn auf den Kopf, genau. So macht man das, Modest. So macht man das, Antoni. Jetzt komm, Spiel. Trapp auf Rosenthal, wieder. Der sucht hier immer Wiesenthal. Rosenthal. Vor allem Wiesenthal. Eldunusi. Brafheit. Ja, ja, das war kein Abseits, das war kein Abseits, das war kein Abseits. Ich hab nicht mal Grätsche gedrückt gerade. Was will mir ein 1:0 zur Pause sagen? 1:0 bisher nur, das ist ganz schön eng. Dortmund führt gegen Braunschweig, Augsburg und Gien gegen Gladbach, Schalke führt gegen Köln und bei Bayern. Bei Bayern gegen Freiburg ist bisher auch noch nichts passiert. Ich drück zwar auch jetzt, bewegt er sich endlich wieder. Oh, Modest. Wieder so ein Tor wie beim ersten Spiel. Nein. Was ist jetzt los? Ja, warum wird das denn erst so eine Dreiviertelstunde, Stunde später gepfiffen? Wenn der schon hier ist. Keine Ahnung. Egal, das sind halt manchmal die Schiedsrichter, die sind manchmal nicht so gut. Firmino. Hier gegen, keine Ahnung wen, Eldunusi. Ach, gegen Bamba Andersen. Also, ganz ehrlich, sowas kann man nicht machen. Wenn du dann so eine Flanke bekommst und den dann einfach nicht verwerten kannst, so diesen Pass, das ist dann schon ein bisschen bitter. Rudi gegen Barnetta, Rudi verliert den Ball, Johnson, Brafheit, Eldunusi, Polanski, Eldunusi, Roberto, Rudi verliert den Ball. Barnetta, Brafheit sucht hier Eldunusi, aber Jung kommt an den Ball. Und wieder Eldunusi mit dem Ball gewinnen. Ah, schade. Fehlpass. Modest gegen Bamba Andersen. Rudi. Polanski. Schade. Zambrano. Nee, nicht verletzt. Schade. Also jetzt nicht schade, dass er nicht verletzt ist, sondern das war... Das ist so aus, als hätte er sich verletzt. Roberto Firmino. Hier auf kaum. Das muss es sein. Oh, oh. Können Sie die Flanke verwenden? Nein! Nein! Kacke. Ich habe nicht gedacht, dass ich hinkomme. Und jetzt verliert er den Ball. Roberto Firmino. Ja, spiel irgendwo den Ball hin. So machen wir das. Wo kommt der jetzt denn hier? Perfekt. Nicht. Olschipka. Barnetta. Rode. Immer noch Rode. Alter, ich komme einfach gerade nicht an den Ball. Meier. Barnetta, darauf war er aber nicht ganz eingestellt. Nein, nein. Boah. Ich dachte schon, das wird ein Eigentor. Das mache ich jetzt halt die ganze Zeit. Nein, nein, nein. Boah. Alter, was war... Was?
Man, also, oh, manchmal kapiere ich FIFA nicht so ganz. Was für eine merkwürdige Ecke, da ist noch wirklich nichts draus geworden. Alter, Mann, Mann, Mann. Meier. Hier gegen 3. Flanke fliegt in den 16er. Die Flanke fliegt in den 16 und Beck kippt um. Das habe ich jetzt gerade nicht so ganz verstanden. Auf der Trainerbank, da bist du manchmal Meier. Machtlos, aber ein auf Joselu. Und? Nee. Der geht ins Haus. Und Schipka. Barnetta. Hammert. Nein. Rudi hammert. Nein. Den holt da hier noch gerade so von der Linie runter. Oh Mann. Warum? Wieso? Immer noch 1-0. Alle, ganz ehrlich. Das erste Spiel voll souverän gewonnen. Und dann das zweite Spiel hier nur ganz knapp. Wenn ich jetzt das hier gewinne, ganz schön knapp. Sie müssen nur die nächste Spielpause abwarten. Nein! 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 Mann! Nein! Nein! Alter, ich raste noch aus. Komm doch raus! Keine Vorteile für irgendeine der beiden Mannschaften. Ich hab 4% mehr Ball bis Hit. Wow. Ja, ich hab's geschafft. Dank Castells, der hier gerade noch am Ende ein wunderschönes Dribbling hingelegt hat. Hier nochmal das Tor. Das gerade so reinging. Und El Yunusi hat eine 8,2 Bewertung gehabt. Also hier, dieses Ergebnis ist schon ganz normal. Also das ist schon ganz normal, dass Stuttgart gegen Leverkusen gewinnt. Nichts gegen Stuttgart. Ich bin zwar selber Stuttgart-Fan, aber trotzdem. Gegen Leverkusen kann man nicht gewinnen. Vor allem nicht der VfB. Ach, egal. Traxel fällt 2 Wochen aus. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Video. Ciao.